Wappentier zahlreicher Länder. Einst mächtigstes Bergwild, König der Hochalpen. Gejagt und ausgerottet. Im 19. Jahrhundert gibt es kein einziges Tier mehr in den deutschen Alpen. Du, die Steinböcke sind vor dem nächsten Gehege, eins weiter. Außerdem heute in der Freizeit der Herr der Sprüche. Franz Dechansreiter sammelt Gipfelbücher. Um den Steinbock, auf Lateinisch Capra ibex, in freier Wildbahn zu erleben, bin ich heute ins Allgäu gefahren. Hier sollen ungefähr 80 der 150 wieder in Deutschland lebenden Steinböcke daheim sein. Sollen. Von München aus sind es gute 2 Autostunden bis nach Oberstdorf im Allgäu. Und da geht unsere Geschichte los. Einen guten! Zu den Steinbockfrauen sagt der Fachkundige übrigens, bitteschön. Wir? Genau, Steingeiß. Und zu den Kleinen, also zu den Kindern, Steinkitze. Die Frage ist jetzt nur, wie finden wir's? Natürlich mit Spürsinn. Und Wissen um die Natur. Und der Regina Bergtold. Grüß dich. Bergwanderführerin von der Alpinschule Oberstdorf. 3 Bergschulen im Allgäu bieten diese Steinbocktour an. Mhm. Weil? Ja, Max, wir haben einfach da oben in den Alpen ein Stück Weg entdeckt, wo wir immer wieder Steinböcke gesehen haben. Und da auf dem Weg einfach die Chance recht groß ist, Steinböcke zu sehen, haben wir das dann einfach Steinbocktour genannt. Also, wie gehen wir denn heute? Jetzt sind wir im Trettachtal, gell? Das ist die Trettach, die du siehst. Das ist die Trettach, genau. Ja. Und von hier gehen wir jetzt dann weiter auf die Kempner Hütte. Da gehen wir so 800 Höhenmeter, dafür brauchen wir ca. 3 Stunden. Die Kempner Hütte liegt auf 1844. Und da sind wir dann erst einmal? Da sind wir dann erst einmal und bleiben über Nacht. Gut. Genau. Aber vorher müssen wir jetzt erstmal nur zur Materialseilbahn hoch. Zur Materialseilbahn? Genau, die sieht man da vorne. Weil? Ja, da kann man schwere Sachen abgeben. Ah, das bietet ihr an, oder? Oder ist das bieten die Bergschulen an. Gut. Mhm. Und du musst auch was abgeben. Mhm. Was ist denn das eigentlich genau? Das ist da. Ja. Na. Mhm. Für? Ja. Wahnsinn. Das schaut dir gut aus. So. Pack das da rein. Ja. Und los geht's. Dann kann's losgehen. Warum ist denn der Steinbock eigentlich dann irgendwann verschwunden? Ja, also ein Grund dafür war sicherlich der Volksglaube, der den Organen des Steinbocks diverse Heilkräfte zusprach. Also alles vom Steinbock wurde eigentlich irgendwie als Heilmittel eingesetzt. Der Steinbock wird in früherer Zeit stark mystifiziert. Er gilt als lebende Apotheke. Fast alle Körperteile werden als Medizin gegen alle möglichen Krankheiten eingesetzt. Vor allem wegen seines Horns wird der Steinbock gejagt. Es soll potenzsteigernde Wirkung haben. Anfang des 19. Jahrhunderts ist er in Europa fast ausgestorben. Es gibt kein Tier mehr in den deutschen Alpen. . 1854 stellt der italienische König Viktor Emanuel II. Von Piemont-Sardinien die letzten Tiere unter seinen persönlichen Schutz, und zwar im Nationalpark Gran Paradiso. Er sichert einen Restbestand von ca. 100 Tieren. Auch in der Schweiz beginnt ein Umdenken. Man ersucht den König um ein paar Tiere zur Wiederansiedlung. Doch der König lehnt ab. In der Folge schmuggeln Förster 1906 die ersten Tiere zur Zucht in einen Wildpark bei St. Gallen.
Sämtliche heute lebende Steinböcke gehen also auf diese wenigen Tiere zurück. In jüngerer Zeit setzen sich vor allem die Zoos für den Steinbock ein. Aus den Tierparks in München und Nürnberg werden jedes Jahr junge Steinböcke ausgewildert. Schau, da oben! Steinbock! Also nein, nein, das ist ja der Manfred Pudell. Er macht Blumenexkursionen für den Deutschen Alpenverein. Jetzt schaut's mal her, da haben wir schon die ersten Futterpflanzen der Steinböcke. Hier die Bergerbse, der Silbermantel und der große Frauenmantel hier. Und man muss sich wundern und erstaunt sein über die großen Tiere, die so wenige kleine Futterpflanzen brauchen. Moment mal, also das heißt, die kommen jetzt da oben zum Fressen? Nein, nein, das ist schon so, dass wir noch ein Stück aufmessen jetzt. Ja, dann gehen wir doch. Aber dann ist das auf jeden Fall die erste Spur. Erste Spur, Futterpflanzen. Aha, da haben wir nochmal eine interessante Pflanze. Okay, gut. Und da haben wir jetzt den gelben Eisenhut. Und der Eisenhut ist sehr giftig. Wolfseisenhut deshalb, weil man früher die Wölfe damit ferngehalten hat von den Siedlungen. Und zwar hat man das in Fleischköder eingewickelt und den Saft und den Pflanze und somit die Wölfe vergiftet. Wir haben jetzt hier noch andere Pflanzen da oben. Den Alpenmilchlattich, wenn man den aufschneidet, dann kommt da dicker weißer milchige Flüssigkeit raus. Und dann auch noch hier den Alpendurst. Schau mal, wer da oben steht. Da ist er, der Letzte in unserer Expertenrunde, Diplombiologe Henning Werth. Er betreut das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Wir sind jetzt hier im Übergangsbereich vom Wald zum Fels. Wir haben hier Grasberge, wir haben hier ganz bestimmte Gesteinsschichten. Da fühlen sich die Steinböcke besonders wohl. Kann man den Steinbock von da aus schon sehen? Ja, es ist theoretisch möglich mit einem guten Fernrohr, aber ich würde sagen, wir gehen zur Kempner Hütte. Da können wir ihn vielleicht aus der Nähe sehen. Mhm. Dann sind wir jetzt alle beieinander eigentlich, gell? Ja. Bis auf die, glaube ich. Steinböck. Ja. Genau. Dann gehen wir. Also. Mache ich jetzt noch ein Foto. Zweite Spur, bevorzugte Felsformationen. Sehr schön. Servus. Frage, habt ihr was gesehen? Ungefähr da, wo der Felsen dann anfängt, wo das Gras aufhört. Ja, Steinböcke, zwei Steinböcke. Nein. Ja. Ich habe Fotos von den Tieren gemacht. Fotos? Habt ihr ein paar Tiere gesehen oder irgendwas Besonderes? Wir haben Steinböcke gesehen, Wir haben Murmeltiere gesehen. Steinböcke? Ja. Das ist ein Steinbock. Ja, das sind keine Gämsen. Das ist ein Steinbock? Ja, Jungtier, zwei Jahre und das müsste auch zwei Jahre sein. Und wie heißen die? Wahrscheinlich Zenti und Bertha. Dritte Spur, Zeugenbefragung. Sag mal,
So, jetzt schaut her. Das ist gut. Apfelschorle. Das war ich. Und du, glaube ich, gell? Danke. Und Johannes, wie gesagt, schaut euch. Danke. Lasst euch schmecken, zum Wohl. Danke. Sag mal, die Kemptenhütten ist schon eine größere Hütte, oder? Mit Bedienung, mit allem drum und dran. Ja, also so 300 Leute können da schon übernachten, so wie wir auch. Hat Kategorie 1, gut bürgerliche Küche, super Service. Und morgen schauen wir, dass wir hier von der Hütte recht früh loskommen. Und dann gehen wir da hoch, erst ans Mädelejoch. Und dann gehen wir hinterm Kratzer vorbei Richtung Mädelegabel. Und da schauen wir dann, dass wir die Steinböcke entdecken. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Wegen den Steinböcke. Also Sigi, die Einzelnen, sind die im Rudel, sind das in der Familie oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ja, sowohl als auch. Weil wegen Arm, weißt du? Also das können einzelne Tiere sein, das können aber auch Junggesellenverbände zum Beispiel sein oder Familien von Geißen mit den Jungtieren, mit den Kitzen. Wo die sich genau aufhalten, das können wir nicht genau sagen. Die pendeln immer so zwischen der Grenzlinie hin und her. In welchem Grenzbereich? Nach Österreich. Ah, genau. Und wo gibt es jetzt dann die meisten? Also die meisten Steinböcke im Alpenraum gibt es in der Schweiz. 14.000 davon. 14.000? Ja, die machen sogar Werbung mit den Steinböcken, die Schweizer. Log, jetzt muss ich schauen. Jetzt kommt wieder einer. Ja, schon wieder einer. Ein Krampf hat er, ha? Eieiei, log, wenn er kämpfen muss. Kämpfen, komm. Ganz ein roter Grind hat er, der arme Keim. Ja, das tut er mal nicht, oder? Aber ein teures Velo hat er, hä? Ja, teures hat er. Carbonstadt-Kondition, gell du? Hopp, hopp! Hopp! Genießen Sie den Bündner Bergsommer. Angebote für Biker und Wanderer auf www.graubünden.ch. Endlich raus aus der Schule. Wahnsinn. Einfach da irgendwo, gell? Schluss irgendwo. So, bitte. Weißt du, für was das ist? Ja. Das, wenn du wüsstest. Ist das nicht schön da herum am Gipfel? Die Aussicht und diese Ruhe. Da möchte man doch am liebsten gleich ein Gedicht schreiben. Poesie. Wenn man halt einen Zettel und einen Stift dabei hätte. Gut, dass es für solche Fälle einen Lokomotivführer aus Kempten gibt. Franz Dechans Reiter trifft letzte Vorbereitungen. Bevor es heute auf den Gipfel geht, kommt der 67-jährige Allgäuer in seine Werkstatt. Zeit für Arbeiten am neuen Gipfelbuch. Mit LKW-Plane und Metallschienen macht der ehemalige Lokführer das Buch bereit für den Berg. Franz Dechans Reiter schätzt ordentliche Arbeit. Als ich mal auf einen Berg ging und ich fand ein Gipfelbuch vor, das den Namen nicht würdig war, denn es war ein Schulheft mit einem Wollfaden, an dem hing ein Bleistift. Und da dachte ich mir, nein, so darf es nicht sein, denn der Urlauber, der plagt sich wirklich mal hoch und dann sollen sie doch was Ordentliches vorfinden. Die Ordnungsliebe machte den gebürtigen Kemptner vor 20 Jahren zum Gipfelbuch Franz. In seinen Büchern finden sich Berg- und Binsenweisheiten und natürlich Reime. Drei Frauen auf dem Berg, die Männer im Tal, oben die Freiheit, unten die Qual. Es kann jeder seine Poesie freien Lauf lassen. Da wird der einfachste Mann oder Frau zum Dichter oder zum Komiker. Für Franz Dechans Reiter geht es heute auf das Wertacher Hörnle. Dort begann einst seine Karriere als Gipfelbuch-Franz. Dort will er heute, nach einem Jahr, das Gipfelbuch austauschen. Das Hörnle ist so ein Familienpark. Es kann nicht viel passieren, ist gut für Kinder geeignet, aber er hat doch eine ganz schöne Höhe. Man hat eine schöne Sicht ins Alpenvorland hier und wenn schön Wetter ist, gerade im Herbst, klare Sicht, sieht man bis zum Feldberg im Schwarzwald.
Franz Dechansreiter pflegt den Kontakt zu seinen Gästen. Wer im Buch eine Anschrift hinterlässt, dem schreibt der Gipfelbuch Franz auch mal eine Postkarte. Man fühlt sich verbunden mit so Menschen und sagt, Gipfelbuchfreunde, das ist wie so eine kleine Familie. Man kennt sich nicht, aber man trifft sich im Gipfelbuch wieder, indem man Grüße hinterlässt. Längst hat der Gipfelbuch Franz eine treue Fangemeinde und Verehrerinnen. Lieber Franz, seit langem sitze ich mal wieder am Gipfelkreuz und denke an dich. Bussi Edith. So etwas freut einen Mann auch. 8 Gipfel hat Franz Dechansreiter während seiner Berufszeit betreut. Darunter den Hochrappenkopf, den großen Krottenkopf bei Oberstdorf und den Argenstein bei Pfronten. Mit der Rente ist der ehemalige Lokführer ruhiger geworden. Geblieben sind Franz Dechansreiter die Reuter Wanne bei Wertach und natürlich das Wertacher Hörnle. Hier ruhte das alte Gipfelbuch ein Jahr lang in einem Kasten. Eine Spezialanfertigung von Franz Dechansreiter. Ein Blick zeigt, auch dieses Gipfelbuch ist bis zur letzten Seite vollgeschrieben. Ja, es freut einen. Und es auch dann noch gut erhalten ist und nicht zerflattert. Und man kann nette Eintragungen lesen, wie zum Beispiel: Du wirst um diese schöne Stunden der Einsamkeit auf Bergeshöhen. Du wirst nach ihnen immer suchen, in Sehnsucht oft danach vergehen. 12 Grad und Nebel. Man kann es immer in den Gipfelbüchern lesen, dass Berggehen auch befreit und glücklich macht. Und wenn man in die Berge geht und die Ruhe genießt, ich gehe immer sehr früh, wenn die Sonne aufgeht und man kommt so hoch und alles ist so still und es ist wirklich wunderbar. Ich werde diese beiden Berge so lange machen, solange ich laufen kann. Ich hoffe noch recht lange. Und danach wird sich bestimmt jemand finden, sei es von Bergwachtseite oder vom Tourismusverein oder ein Bergfreund. Die Gams springt hoch, die Gams springt weit. Warum auch nicht? Sie hat ja Zeit. Wobei ich dort eigentlich halt gern für Sie ein ganz anderes seltenes Tier entdecken. Auf der Steinbock-Tour. Steinböcke soll es nämlich die Allgäuer Alpen wieder öfters zum Sehen geben. Meine Expertengruppe, das ist die Regie. Nein, das ist nicht. Hallo? Regina von der Alpinschule Oberstdorf. Regina, ja. Entscheidender Tag. Ja. Wie weit gehen wir? Das da, das wäre jetzt eigentlich der Berg, der Kratzer, den wir gestern schon gesehen haben. Ja. Um den gehen wir rum, an der Südseite entlang und dann so 2 Stunden Richtung Medeligabel zum Schwarze Milzi. Schwarze Milzi, und da sind die dann, oder wie was? Das ist das Reich des Alpensteinbocks, genau. Die sind in den Felsen, in den steilen Felsen. Die können 4er sogar klettern. Und fühlen sich da relativ wohl, ja. Und zum Fressen finden sie auch noch was? Ja, auf den Bändern, wo die sind, da wächst Gras, das sind auch die hauptsächlichen Lagerplätze. Man findet da das Rispengras und auch den Mutterwurz und viele andere Kräuter noch. Da hoffen wir mal, dass die Steinböcke ein bisschen besser sind als wir, gell, bei dem Nebel. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Baby,
schau mal her. Ein Kohlröschen. Wunderschön. Oder Brändle, sagt man auch. Ach, das sieht man ganz groß jetzt. Also ich sehe ganz groß gar nichts. Doch, doch, da hinten, da steht der Murmeltier. Oh. Da, auf dem Hügel, direkt nebst dem Stein. Ja, genau, ich sehe es. Ja, das schaut richtig schön zu uns her. Sag mal, das gibt's ja nicht. Ich sehe einfach gar nichts. Schau da oben an der Kante vom Kratzer. Da ist ein Steinbockgeiß. Echt? Ja. Wo? So auf halber Höhe. Sackeln Sie mit. Ah, schönes Tier. Ah ja, ich hab's auch. Super. Super. Ah, yes, ja, genau. Ja, schön, gell? Du, schau mal. Das ist Wahnsinn. So was hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Genau. Beobachtet. Und? Super Bild, gell? Das, also, du hast mehrere von denen einfach. Ah, gut. Jetzt zeige ich dir gerade noch was. Wo? Hier, schau, da kann man aus einem Fernglas eben ein Teleobjektiv machen. Wenn ich den Adapter da drauf schraube und dann setze ich jetzt hier die Kamera rein, klemm's fest, zack, und jetzt mache ich eine Aufnahme von der Geiß. Das ist ja wahnsinnig, du schau. Willst du auch mal versuchen? Nein. So, dann. Tja, ja. Glaubt mir ja keiner. Meine erste Steingeiß. Hä? Jetzt sind wir dann so auf 2200 Meter. Das ist genau die Höhe, wo wir sie vorher im Fernglas gesehen haben. Ja, das stimmt wohl. Das ist genau das richtige Gebiet auch. Die Pflanzen sind da. Ist alles in Ordnung. Also da müssen wir praktisch her, oder was? Ja. Genau. Ja, sag einmal. Peter, wo bin ich jetzt noch? Hä? Ja, gratuliere. Du hast voll in die Losung vom Steinbock reingegriffen. Aber macht nichts, das ist alles Bio. Alles klar, dann ist das praktisch Steinbock. Kann man sagen. Könnte man sagen. Gut, dann ist das ja eigentlich die vierte Spur, die Losung. Schaut mal da oben. Ich glaube, da ist ein Steinbock. Was? Wo? Da rechts von der Rinne. Ha? Genau, der läuft jetzt nach rechts. Die dunkle Rinne da, oder was? Rechts von dem Geröllfeld, genau. Ah ja, genau, da ist er. Da, das ist ein Kapitaler. Der hat wirklich ein sehr großes Horn. Sag mir das. Ah ja, jetzt sehen wir. Super. Nicht schlecht, Henning. Respekt. Hast du den sofort gesehen? Ha? Ja, bei dem Horn. Ja. Der Wahnsinn. Ein Angeber, das gibt's ja nicht. Hör mal mal. Schön ist er. Ah, der zieht das dann über. Und ich denke, genau. Wir kriegen den noch näher. Lasst uns näher hingehen. Ja. Jawohl. Das würde ich auch sagen. Schauen wir mal. Gehen wir noch ein Stück. Ja, aber ich meine, das ist doch Wahnsinn. Ja, den kriegen wir schon noch näher. Lauf noch zu. Auf geht's. Der Erste. Ja, ja. Du Henning, sag mal, wann passt es eigentlich am besten, also zeitmäßig, dass man so einen Steinbock sieht? Eigentlich ist so ein Tag wie heute der perfekte Zeitpunkt. Wir haben jetzt Sommer, wir haben jetzt keine so große Hitze durch den Nebel und jetzt mit dem Nachmittag werden die Tiere aktiver und starten mit dem Fressen. Fünfte Spur, der richtige Zeitpunkt. Thank you.
okay, genau. Jetzt hat sich die Geiß oben hingelegt. Auf die Nadel dann auf, gell? Sag einmal, ab wann können denn die so kraxeln? Die können schon in wenigen Wochen in dem Gelände rumlaufen. Also sind da hervorragend angepasst an den Lebensraum. Haben da auch keine Feinde übrigens. Also da kommt kein Wolf oder Luchs hinterher. Aha. Und wie alt werden die Kitze da sein? Die wir da jetzt sehen, sind ungefähr 3 Monate alt. Sauber, sage ich, Manfred. Ja, Wahnsinn, Max, du alter Spurensucher. Ja, super. Henning, danke. Pfiat euch. Und jetzt sage ich Ihnen noch, was in dem schwarzen Sack drin war. Kann man ganz klar zusammenbauen, wiegt 7 Kilo und ist zum Abkommen für alle die gut, die Probleme mit Dicken haben. Der Mountain Skyver. Also, packen wir's. Packen wir's, jawohl.